the face. Tell me that you love me, even if it's Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir wieder auf den zweiten Account zocken. Und zwar haben wir uns für den zweiten Account qualifiziert im Brawl Stars. Wir haben hintereinander 15 Siege geschafft. Leider 2 Niederlagen, aber es ist ja kein Problem. Wir haben es trotzdem hinbekommen. Und jetzt werde ich euch nochmal den Kampflog zeigen, wie wir es geschafft haben. Mit welchen Brawlern, in welcher Map. So, genau. Da haben wir gerade die erste Niederlage gehabt. Und da oben, wie ich mich noch daran erinnere, bei der Belagerung haben wir auch noch eine Niederlage gemacht, weil die Gegner da irgendwie auch ganz gut gespielt haben. Und einer davon hat, glaube ich, auch noch 19.000 gehabt. Aber es zählt ja nicht, wie viel Pokale man hat, sondern eher, ob man gut spielt oder nicht. Und aber trotzdem bin ich stolz auf mich, beziehungsweise stolz auf meine Gruppe, wie wir es zusammen geschafft haben. Und so, wie ihr im Titel dann gesehen habt, habe ich Frank gezogen und habe mich für die Championship qualifiziert. Ich wollte natürlich ein Video aufnehmen, wie ich Frank gezogen habe, aber leider konnte ich es halt nicht filmen, da ich halt außerdem zum Spaß meine Truhe geöffnet habe. Und dann kam plötzlich dann Frank raus. Ich habe so gedacht, wieso habe ich in diesem Moment es nicht gefilmt? Aber kein Problem, jetzt wisst ihr, dass ich Frank gezogen habe auf den zweiten Account. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, wir pushen ihn mal direkt auf 500 Pokalen mit Power 1. Und genau. So. Nächste Runde. Und natürlich ist mein Teammate wieder dabei, der Orgax. Der andere Spieler ist halt ein Random-Spieler, aber ist ja kein Problem. Hoffentlich spielt er halt gut. Und wir schaffen es natürlich halt dann auch, die 500 Pokalen mit dem Brawler. Schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren, welchen Brawler ihr natürlich als nächstes sehen möchtet. Ich schreibe euch natürlich auch in den Kommentaren, welche Brawler ich zur Verfügung habe, die noch nicht auf 500 Pokalen sind. Und ja, ich genieße halt auch das Video und ja, genau. So, ich gehe ein bisschen rechts und versuche, die Gegner zu eliminieren, dass die schöne freie Bahn haben, um ein Tor zu schießen. Und so, nice. Direkt erste Runde, epischer Sieg, so muss es sein. 473 Pokale. Noch 27 Pokale bis zu den 500 Pokalen. Und das schaffen werden wir natürlich ja auch schaffen. Also ich glaube, das wird kein, es wird nicht so extrem schwer sein. Vor allem mit so einem krassen Teammate, also mit so welchen krassen Spielern. So. Erstmal kurz ihn stunnen. Ah, okay, der hat mich gerade irgendwie auch gekriegt. Vielleicht schafft es Shelly auch alleine. Mal schauen. Aber die Kombi ist eigentlich gar nicht so schlecht in dieser Map. Also wir haben bisher viele Runden damit gezockt. Und wir haben die ganze Zeit nur gewonnen. Und das ist echt eine krasse, starke Kombi. Vor allem Frank, der Stunt hat die Leute. Beziehungsweise die Spieler. Und Poco ist halt, der heilt uns halt noch. Shelly ist einfach eine, die Leute attackiert, also im Nahkampf, die macht ja auch gut Damage. Ihre Ulti ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, von daher. So, ich versuche mal, ja, perfekt. Also bisher läuft es ganz gut. Es ist nicht so schwer. Es ist mir richtig einfach bisher. So, noch 19 Pokalen. Hoffentlich macht sie auch bereit. Perfekt. So, in die nächste Runde rein. Okay, die haben auch einen, als Teammate Frank und Shelly, aber es macht ja kein Problem für uns, glaube ich. Okay, erstmal in der Mitte schön reinschießen. Frank in der Seite. Ja. Ich fand, das ist so lächerlich. Also es ist aber eigentlich auch verständnisvoll. Weil ich bin ja Power 1 und ich habe ja, glaube ich, ungefähr erst 6.000 Leben. Und der andere Frank hat so 8.000 Leben. Ich denke mir auch so, ja, muss los. Aber wenn er ihn halt nicht so gut spielen kann, dann bringt es ihn ja halt auch nichts, ne? So, okay, bin ich gerade auch gestorben. Und ich schießen die jetzt kein Tor. Shelly steht da irgendwie in der Ecke, macht irgendwie nichts. Ich weiß nicht, was sie gerade da macht. Vielleicht ist ein Plan, I don't know. Stun erst sie mal. Ich stun, ja, perfekt. Schießt nach vorne. Shelly nimmt es und hoffentlich schießt ein Tor. Komm schon. Perfekt. 1-0. So. Ich versuche schnell die Ulti zu bekommen und die Leute zu stunnen. Ja, jetzt habe ich ihn als erstes gestunnt. Okay, das war gerade ein bisschen
1-1. Komm, wir schaffen das. Stunnen und beide gescannt. Perfekt. Stunnen. Oh, ich wollte gerade nochmal stunnen, aber die hat es gerade abgeblockt mit ihrer Ulti. Die hat es gerade auch verfehlt. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem. So. Noch ein bisschen nach vorne. Boah, 3 gegen 1. Und ja, ich stun ihn. Ich stun beide, die stun mich. Ja, muss los. Aber bisher sieht es noch neutral aus. Sieht gerade ein bisschen knapp aus, aber komm schon. Perfekt. Noch ein getötet. Und okay, freie Bahn jetzt. Wir müssen uns ganz schnell anstrengen. Schnell nach vorne kommen. Und boah, perfekt gezielt. Respekt an Orgax. Und dass ich nicht fake, habt ihr gerade auch gesehen. Ich bin Power 1 und werde es auch bleiben. Beziehungsweise könnt ihr auch den Account dann eine Freundschaftsanfrage schicken, wenn ihr wollt. Dort könnt ihr auch sehen, dass alle Brawler auf Power 1 sind, dass es nicht gefaked ist. Und ja, genau. So, nächste Runde. So, die haben wieder Frank und Shelly als Teammate. Also, ja, als Gegner. Fast die gleichen Brawler wie wir. Aber, ja und? Ja, perfekt. Er wollte mich stunnen, ich wollte ihn stunnen. Aber ich glaube, das wird schon ein Tor, oder? Komm schon. Und, gerade sieht's, ja, perfekt. 1-0. Okay, ich versuche die erstmal direkt zu stunnen. Und, yo, die können auch gar nichts gerade machen. Direkt alle drei gestunnt. Komm, schieß Tor rein. Perfekt. Das war aber mega schnell und einfach. So, plus 8. 497 Trophäen. Noch 3 Trophäen bis zu den 500 Pokalen. Hoffentlich macht die wieder bereit. Ja, perfekt. So muss aber auch sein, ganz ehrlich. Wir gewinnen die ganze Zeit. Und ja, da soll sie auch schön lieber dabei sein. Ja. So. Die haben Frank und Spike als Teammate. Oder als, ja, genau. Und ja, bisher sieht es noch ganz okay aus. Ja, ich glaube, wir schaffen schon ein Tor, oder? Perfekt. Gut gepasst an Shelly. Natürlich auch gut von Orgax, der ein Tor geschossen hat. So, erstmal El Primo eliminieren. Und beides dann. Ja, perfekt. Perfekter Stun. Und das ist natürlich der Sieg. So, ich hoffe, euch hat das. Natürlich hoffe ich euch, dass euch das Video gefallen hat. Wir haben natürlich die 500 Pokalen jetzt erreicht. Checkt auf jeden Fall unser Clan ab. Oder beziehungsweise Club ab. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.